Himmel, hilf! Es ist ja schon wieder so dunkel hier. Mach mal einer das Licht an. Na also, geht doch. Und somit begrüße ich euch zur ersten Folge von Let's Play NES Remix 2. Yo, ich hab's ja schon angekündigt, dass ich dieses Spiel Let's Playen werde. Mit NES Remix 1 bin ich ja so ziemlich fertig, kann man sagen. Okay, ich muss noch eine Menge Challenges machen eigentlich, aber ich werde mich trotzdem jetzt NES Remix 2 widmen. Einfach, weil die Spielerauswahl so viel besser ist. Naja, mit Ausnahme von einem Spiel. Erlebe mit der NES Remix-Serie klassische NES-Titel in einer komplett neuen Art, allein oder mit Freunden. Zusätzlich zum Wii U-Pad können auch die Wii-Fernbedienung, der Pro-Controller oder der Classic-Controller Pro verwendet werden. Bei Spielen mit Freunden könnt ihr euch für jeden Spiel einen eigenen Controller verwenden und euch abwechseln. Leider habe ich momentan keine Freunde hier. Ich bin so einsam. Na, was heißt einsam? Ich habe vorhin noch meinen Kumpel Lloyd besucht. Und nope, ich möchte für dieses Let's Play das Miiverse nicht aktivieren. Und hier geht voll die 8-Bit-Party ab und wir haben drei Optionsmöglichkeiten. Wir können das Spiel starten, wir können Super Luigi Bros. Spielen oder wir spielen den Championship Mode. Zu Super Luigi Bros. Und Championship Mode werde ich später noch kommen. Jetzt fangen wir erstmal ganz normal an. Und ja, es kommt euch bestimmt sehr bekannt vor, am Interface hat sich nicht wirklich was geändert und wir dürfen einen Remix aus Super Mario Bros. 3 spielen. Was ist denn unsere erste Herausforderung? Besiege 10 Gegner, bevor die Zeit abläuft. I'm feeling so invincible and stupid because I can't touch the enemies right. Badabum! So, natürlich sind auch die Sterne wieder zurück. Okay, ich war ein bisschen zu langsam für Regenbogensterne und du hast 5 NES-Titel freigespielt. Gleich so viele. Wow, was geht denn ab, Leute? Und da hätten wir Super Mario Bros. 3. Badabadam, badam. Ja komm, du musst jetzt nicht jede freigeschaltete Challenge extra anzeigen. Das dauert ewig. Komm, beeil dich. Da, da, da. Super Mario Bros. 2 ist super toll. Juhu. So, und das letzte Spiel noch. Wario's Frickin' Woods. Ah! Dieses Spiel. Dieses verdammte Spiel. Aber fangen wir erstmal mit was anderem an. Ich werde nochmal versuchen, Regenbogensterne in der ersten Remix-Mission zu bekommen. Unter anderem auch, weil ich gerne der Powerstern-Musik lauschen möchte. I'm feeling so invincible today. Ah, das wird doch wieder nix. Ich war aber ein bisschen schneller als letztes Mal, glaube ich. Jo, letztes Mal habe ich 15 Sekunden gebraucht. Und ich habe es wieder nicht geschafft. Jo, yeah, und wir haben einen Little Mac erhalten, der sich freut wie was. Wie sonst was. Nun gut, welches Spiel spielen wir denn heute mal zuerst? Fangen wir doch mit Mario Bros. 3 an. Wir haben ja schon ein bisschen Mario Bros. Gespielt vorhin. So, hebe den Panzer auf und kick ihn weg. Oh, ich soll ihn aufheben und nicht wegkicken. Okay. Dann hebe ich den guten Panzer eben auf. Zufrieden. So, jetzt darf ich den Panzer wegkicken. Dankeschön. Und jetzt dürfen wir hoch in den Himmel hinauf. Wow. Juhu! Sammel 10 Münzen. Okay, danke, Pfeil, dass du mir zeigst, wo es lang geht. Ich wäre sonst nicht drauf gekommen. Boom! Und gibt's dafür Regenbogensterne? Ich möchte gerne Regenbogensterne. Komm schon, komm schon, komm, 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 komm. Ach! Ich war doch eigentlich recht flink unterwegs. Aber anscheinend nicht schnell genug. Bleiben wir direkt bei Super Mario Bros. 3. Was dürfen wir jetzt tun? Besiege 3 Goombas, bevor die Zeit abläuft. Ist kein Problem. Und nochmal. Schlittern wir in sie hinein. Und jetzt dürfen wir 3 Mini-Goombas besiegen, die sich in diesen tollen Blöcken verstecken. Besiege den riesigen Goomba, bevor die Zeit abläuft. Ja, auch kein Problem. Auch ein Riesengumba ist kein Problem für Super Mario. Und endlich bekomme ich die wohlverdienten Regenbogensterne.
Und ich habe anscheinend die richtige Entscheidung damit getroffen, dass ich Super Mario Bros. 3 spiele, denn ich bekomme hier doppelte Anzahl an Bits. Und einen Pit. Und einen Link. Ach, so viel auf einmal. Aktiviere den Pit-Schalter und sammle 10 Münzen. Easy peasy. So, diesmal dürfen wir keine Münzen sammeln, wir müssen ab in die Röhre. Jo Mario, da guckst du in die Röhre, ne? Geh mal weg da, Piranha-Pflanze, ich muss in die Röhre. Okay, wie soll ich jetzt da gut rankommen? Wahrscheinlich genau so. Komm schon! Was? Die Münze ist ein Block! Ah, verdammt! Dafür gibt es aber keine Regenbogensterne, oder? Nein, leider nicht. Aber hey, wir haben einen weiteren Remix freigespielt und wir bekommen wieder die doppelte Anzahl an Bits. Sehr schön. Und wir haben eine Samus erhalten. Yeah, Metroid ist in dieser Sammlung auch dabei. Da freue ich mich schon drauf. Und der zweite Remix ist Dr. Mario. Ach, Mario hat so viele Berufe. Er ist Klempner. Er fährt Go-Kart. Er ist Arzt. Was macht er eigentlich alles noch so? Wow, und die Viren bewegen sich. Das ist ja nicht gerade sehr friendly. Aber anscheinend bewegen sich nur die unteren Viren. Und Doppelkombo. Oh, ich muss nur den sich bewegenden Virus eliminieren. Okay. Ich habe mal wieder nicht richtig gelesen. Ich habe ja schon gesagt, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wario, it's me, Wario, what are you doing here? Ich weiß nicht, ein bisschen weiter Super Mario Bros. 3 spielen? Sammel alle 168 Münzen ein, bevor die Zeit abläuft. Oh, Schiete. Jetzt aber Tempo, Tempo, Tempo hier. Komm schon, ich muss da runter, ich muss da runter. Und dann bin ich auch noch Tanuki Mario, sehr schön. Das war ja damals mal so ein total seltener Gegenstand in Super Mario Bros. 3. Ah, verdammt, flieg Mario, flieg! Oder auch nicht! Nein! Ich liege zurück! Oh, das sind die letzten! Eine noch! Yes, Sir! Ich habe aber ein bisschen getrödelt mittendrin. Deswegen gibt's keine Regenbogensterne für den guten Nagi. Aber einen toten Mario. Oh Mario, warum bist du denn schon wieder tot? Was hast du gemacht? Warum bist du tot? Hab ich dir gesagt, dass du sterben sollst? So, greife von unten an und springe in den Goomba-Schuh. Ach, den Goomba-Schuh, den habe ich immer geliebt, aber der kam ja nur in einem einzigen Level vor. Damit können wir nämlich ganz einfach Stachis besiegen. Boing, boing, boing. Weg sind sie. Sammle 11 Münzen im Goomba-Schuh. Machen wir doch ganz geschwind. Ah, verdammt, ich habe den Schuh verloren. Mario, ich glaube, dieser Schuh ist ein bisschen zu groß für dich, aber wenn du ihn weiterhin benutzen möchtest, habe ich kein Problem damit. Babon, mach's gut. Oh, ich habe schon 11 Münzen. Okay, ich dachte, ich habe noch nicht so viele, aber anscheinend doch. Und ein weiterer Remix gehört uns. Und natürlich noch mehr Bits. Bits, Bits, Bits. Und das Spiel hat ein Herz für uns. Ach ja, ich habe auch ein Herz für die alten NES-Klassiker. So, eine weitere Super Mario Bros. 3 Challenge. Achte nicht auf die Klone und erreiche das Ziel. Yep. Angriff der Klonkrieger bei Super Mario. Man soll sich nicht von den anderen Marios irritieren lassen, was ich gerade getan habe. Nochmal von vorn. Man muss sich nur auf den mittleren Mario konzentrieren. Die anderen sind gar nicht da. Also, sie sind nur eine Illusion. Die versucht uns zu täuschen. Jetzt möchte ich aber noch einen Pilz. Danke.
Ach, die volle Packung Mario. Was soll ich nur mit drei Marios machen? Der eine schwebt so ein bisschen. Ja, ich bin ein Schwebekünstler. Lass mich doch. Warum auch nicht? Kann somit auch mein Geld verdienen. Plattform, komm her. Ich brauch dich. Und jetzt stomp ich hier rüber. Jetzt wäre ich noch fast in den Koopa reingelaufen, aber zum Glück habe ich ihn gerade noch so ausgewichen. Also bin ihm ausgewichen. Meine Güte, mein Deutsch ist auch heute wieder voll für ein A. Und, ja, wir erhalten einen Bit. Ich nenne es jetzt einfach mal einen Bit. Erreiche den Ausgang. Machen wir doch immer. Oh, oh, das ging gerade nochmal gut. Pilz, wo willst du denn hin? Warum fliegst du in die andere Richtung? Kannst du mir das mal verraten? Ich dachte, wir wären Freunde. Wir haben so viel zusammen durchgemacht, du und ich. Und jetzt hintergehst du mich auf diese Art. So, diesmal nicht. Diesmal schnapp ich dich. Ja, ich könnte wahrscheinlich auch einen Speedrun machen, aber so schnell und gut bin ich leider nicht. So, und wir dürfen wieder zum Ausgang. Diesmal in einem anderen Schloss. In einer anderen Festung. So, und ich weiß, dass da ein Pilz ist. Komm her! Und buhu, lass mich zufrieden. Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Und nochmal zum Ausgang. Huzza! Ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes. Oh oh. Zeitlimit! Buhu, lass mich zufrieden! Und lass mich ran. Jetzt dürfen wir Bum Bum besiegen. Ja, yeah, besiege Bum Bum. Bum Bum, gib mir Gum Gum. Genau so wird's gemacht. Yes, sir. Gibt es dafür Regenbogensterne, please? Nein, natürlich nicht. Sie sind mir nicht gegönnt. Aber Bits, Bits sind mir gegönnt. Und wir haben eine Musiknote erhalten. Badam, 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 badam. Hm, wir könnten eigentlich auch mal Dr. Mario jetzt spielen. Oder... Also ich weiß auf jeden Fall, was ich nicht spielen werde. Ja. Spielen wir zur Abwechslung Dr. Mario. Und es fängt ganz easy an. Ein Virus auflösen und schon ist die erste Challenge geschafft. So, jetzt dürfen wir einen blauen Virus auflösen. Auch kein Problem. Okidoki Loki. Und was jetzt? Eliminiere alle Viren. Mach ich doch sehr gerne. So, Rot, du musst genau hier hin. Und Blau, du musst genau hier hin. Und schon haben wir die erste Dr. Mario-Herausforderung erfolgreich abgeschlossen. Mal wieder ohne Regenbogensterne. So, alle, machen wir einen Remix oder... wir machen weiter mit Dr. Mario. Der gute Doktor weiß schon, was er tut, ne? Immer schön Pillen ins Glas fest. Moment, ich habe nicht gelesen. Schiebe eine Pille in die Lücke und eliminiere einen Virus. Okay, machen wir doch. Und nochmal das gleiche Spiel. Diesmal mit einem gelben Virus. Oder Moment mal, war der vorhin auch schon gelb? Ich habe gar nicht drauf geachtet. So, diesmal wird das Ganze schon ein bisschen akrobatischer. Und wahrscheinlich habe ich wieder viel zu lange gebraucht, um einen Regenbogenstern zu bekommen. So, als nächstes machen wir Super Mario Bros. 2. Also unser Super Mario Bros. 2. Ich denke mal, jeder kennt inzwischen die Geschichte hinter dem Original Super Mario Bros. 2.
Sorry, Peko, you must die. Nimm das, ihr Unholde! Verdammt, ich habe nur einen getroffen. Und wirf einen Gegner auf den anderen. Auch, ich wollte sagen, kein Problem. Na also, kein Problem. Und jetzt dürfen wir drei Gegner gleichzeitig mit einem Powerblock besiegen und ich lasse mich erstmal voll elegant treffen, nicht Dummdödel. Bing, bing, bing. Regenbogen? Warum frage ich überhaupt? Kletter nach oben. So, mal wieder eine Frage an euch. Welches Super Mario Bros. 2 findet ihr eigentlich besser? Das Original japanische mit dem extrem hohen Schwierigkeitsgrad? Oder das Super Mario Bros. 2, das wir bekommen haben, was ja in Japan bekannt ist als Doki Doki Panic? Also ich finde eindeutig unser Super Mario Bros. 2 besser. Einfach weil es, anders als das japanische Super Mario Bros. 2, mal ein paar neue Ideen hat. Und nicht einfach nur ein total recyceltes Spiel ist, mit anderen Leveln. So, da werden wir. Dürfen wir gegen Birdo kämpfen? Nein, ich wollte so gerne gegen Birdo kämpfen! Warum darf ich nicht? Puh, dann schmoll ich jetzt. Nee, ich spiele nicht mehr weiter, ich schmoll jetzt. Wow, das Spiel wird mir böse und schickt mir ein Ausrufezeichen. Es sagt, ich soll weiterspielen. Okay, 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 dann spielen wir eben weiter. Bleiben wir bei Super Mario Bros. 2 noch ein bisschen und jetzt dürfen wir gegen Birdo kämpfen. Bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass der Boden hier wie ein Haufen Dickdas aussieht? Ja, meine Güte, was tust du mit mir? Genau das hier. Und war ich jetzt schnell genug? Komm schon, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, danke schön. Es geht doch. Machen wir jetzt wieder Super Mario Bros. 3. Wir dürfen jetzt ein bisschen nach oben kraxeln. Betritt die oberste Röhre. Es ist ein weiter Weg. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, lass dich bloß nicht von der Piranha-Pflanze erwischen, Mario. Ich wäre ganz froh, wenn du groß bleibst. So, und hoffentlich führt diese Röhre ins Glück. Anscheinend schon. Ach, die recyceln immer und immer und immer und immer wieder das Untergrundthema von Super Mario Bros. 1, aber ich habe nicht wirklich was dagegen. So, die oberste Röhre, weg sind wir. Flutsch und weg. Ich habe zwar kein Glück mit den Regenbogensternen, aber einfach so drei Sterne zu bekommen, ist anscheinend gar nicht so schwer in NES Remix 2. Und wir haben einen Tanuki Mario erhalten. Oh, und jetzt dürfen wir Frosch Mario spielen. Ich fand Frosch Mario immer recht interessant und leider kam er auch so selten vor. Komm schon, sammel die Münzen ein! Mario! What are you doing, you stupid Italian plumber? Moment, wahrscheinlich ist das ein Powerblock. Yeah, genau. Puh, und nochmal. Bringe den Zauberstab als Frosch Mario zurück. Sollte auch machbar sein. Was? Ich bin doch auf seinen Kopf gesprungen. Frosch Mario, deine Steuerung ist bescheiden. Oh, tja, das ist eben die Challenge, ne? Und jetzt komm schon, ich besiege dich. Ich meine, das war Lemmy. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Koopa-Jüngling das war. Ne, Moment, Lemmy war, glaube ich, jemand anderes. Ich bin gerade ein bisschen planlos. Wenn einer von euch weiß, welches Koopa-Kind ich da gerade besiegt habe, dann
Möge er es bitte in die Kommentare schreiben, damit ich auch ein bisschen schlauer werde. Oh me, oh my, you've been transformed. Transformers! Dabei habe ich noch nie eine einzige Folge Transformers geguckt. Oh. Oh, das war eine ziemliche Blamage. Meine ersten 2 Sterne. Und jetzt bekomme ich auch noch einen langweiligen Goomba als Stempel. Jetzt bin ich traurig. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nee, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mit mehr Remixen, mit mehr Spielen. Und ich freue mich schon auf Spiele wie Metroid und Super Mario Bros. 2, The Lost Levels. Es wird noch einiges auf uns zukommen, Leute. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Nun denn, das war es jedenfalls mit der ersten Folge. Wenn ihr zu viel Geld habt, dann geht doch mal hier einkaufen. Hier kannst du einkaufen. Yeah, danke. Ein Großteil dieser Spiele habe ich allerdings schon. Vielen Dank. Nun denn, das war's. Das war die erste Folge von Let's Play NES Remix 2. Ich bedanke mich für immer fürs Zuschauen. Ja, wie gesagt, hinterlasst doch mal einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Auch wenn mir einer sagen würde, wie das Cooper-Kind hieß. Ich bin gerade ein bisschen planlos. Dabei müsste ich es als Nintendo-Fan eigentlich wissen, aber ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Nun denn, danke fürs Zuschauen nochmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mit mehr Remixen, mit mehr, ja, ich hab's schon gesagt. Okay. Bis dann, Leute. Tschüss.